Willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Äquivalenzumformung und hier steht, Lukas versucht die quadratische Gleichung 3 mal x zum Quadrat plus 12 mal x ist gleich 0 anders zu lösen. Wenn du dich zurückerinnerst, genau das war die quadratische Gleichung, die wir im letzten Video gelöst haben. Und nun, wir sollen herausfinden, wo sein Fehler ist. Und hier sind die Lösungsschritte von Lukas Schritt für Schritt aufgeschlüsselt. Und nun versuch bitte zunächst selbstständig herauszufinden, wo Lukas einen Fehler gemacht hat und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Lösung sprechen. Und zunächst noch ein kleiner Tipp von mir. Der Fehler von Lukas ist hier in diesem Schritt passiert. Also versuch schnell selbstständig den Fehler zu finden und pausiere dazu das Video. Gut, nun wollen wir gemeinsam herausfinden, was Lukas denn für einen Fehler gemacht hat. Dazu schauen wir uns die Schritte nacheinander an. Also 3 mal x hoch 2 plus 12 mal x ist gleich 0. Hier hat dann scheinbar Lukas minus 12x gerechnet. Das ist natürlich in Ordnung. Das heißt, hier hat er minus 12x auf beiden Seiten der Gleichung gerechnet. Und damit erhält er 3 mal x hoch 2 ist gleich minus 12 mal x. Und nun hat er scheinbar durch 3 dividiert. Also die ganze Gleichung durch 3 gerechnet. Und damit erhält er dann, also fällt der Dreier hier auf der linken Seite, dann der kürzt sich dann raus und übrig bleibt x mal x. Und auf der rechten Seite bleibt nur mehr minus 4 mal x. Und nun, was Lukas hier gemacht hat, ist, er hat hier durch x dividiert. Das ist zuerst stand hier x mal x ist gleich minus 4 mal x. Und nun hat er durch x dividiert und erhält damit die Lösung x ist gleich minus 4. Wenn du dich aber zurückerinnerst, im letzten Video haben wir zwei Lösungen für diese quadratische Gleichung gefunden, nämlich die Lösung minus 4, wie sie auch hier steht, und auch die Lösung x ist gleich 0, die ja offensichtlich auch diese Gleichung erfüllt. Denn wenn wir für x 0 einsetzen, dann passt ja die Gleichung, weil 3 mal 0 plus 12 mal 0 ergibt 0. Das heißt, warum ist jetzt die Lösung x ist gleich 0 scheinbar verloren gegangen? Und der Grund dafür liegt ganz einfach darin, dass hier durch x dividiert wurde und die Division ist aber nur dann eine Äquivalenzumformung, wenn der Ausdruck, durch den dividiert wird, nicht gleich 0 ist. Aber in unserem Fall ist ja das x gleich 0, also x ist gleich 0 ist eine gültige Lösung und deshalb führen wir hier keine Äquivalenzumformung durch. Also wir dividieren durch x. X kann aber 0 sein, also x ist gleich 0, erfüllt unsere Gleichung und deshalb wurde hier falsch gerechnet und auch aus diesem Grund haben wir die Lösung x ist gleich 0 bei dieser Umformung hier verloren. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es dann mit dem Arbeitsblatt weiter.